Bei der Ankündigung zum 6000 Abonnenten-Special hat man es bereits gesehen. Laura hat auch die Weiterentwicklung ihres Lieblings-Pokémon gemalt, Arcani, und es sieht ziemlich gut aus, wie ich finde. Zurück bei Pokémon Schwarz mit mir und Caleb in der Elektrolythöhle. So lang ist es nicht mehr, dann sind wir hier draußen und da ist schon der erste Trainer in diesem Part. Das ging ja ziemlich schnell. Aber er hat nichts Besonderes. Und leider läuft es darauf hinaus, dass wir das eine Pokémon, das ich die ganze Zeit suche, nicht mehr sehen werden. Demnach werde ich es einfach am Ende dann in eine Anmerkung einfügen. Wer dann wissen will, wer das ist und wie das so für Werte hat, einfach draufklicken, dann seht ihr es. Was wirst du denn? Dieses stachelige kleine Ball da, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Aber eigentlich kommt der ja recht oft. Ich wundere mich, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung wieso. Okay. Also ich habe jetzt auch gerade Schutz drin, aber trotzdem, er kommt nicht. Und Na gut, dann ist klar, dass ja, du dann nicht, ist klar, ganz richtig. Top-Trank ihn. finden wir hier. Aber nicht zurückgehen, Geist, denn hier kommt ihr wieder zurück zum Anfang. Oh, Das ich ist nur muss eine Verbindung. übrigens sagen, ich bin mächtig stolz und ich habe es geschafft, diesen Ort hier ohne einen grünen Schutz durchzukehren. Was, echt? Ja, und ich bin Gott. stolz darauf. Und das war Bullshit. Zwei Schritte, Spaß war da. Den kennen wir Zwei aber auch noch Schritte, nicht. Spaß war da. Also, das war echt heftig, was da abging. Ja, ich kann es mir vorstellen. Also die Höhlen sind das Schlimmste, was Ja, die Wild-Pokémon-Rate betrifft. Und der Nacht der noch Turm raus. später, der Geisterturm, der war auch absolut heftig. Galapagos, auch so scheiße. Ey, was für ein Gay ist das jetzt, hä? Ja? Nope. Voll konkret in den Boden rein? What? Ach so, stimmt. Ich hab ja gar keinen Schaufel mehr. Ich habe jetzt nur noch Erdbeben. Stimmt. Geowned. Sie hat Erdbeben gelernt. Ja, klar. Shoot. So ist er, unser Killer. Kann Hornbohrer, kann Erdbeben. Und wir finden einen Magneten, der Elektroattacken Weil ich verstärkt. denn nur noch willenslos oder gute. Genau. Oh. Und alles, was jetzt noch wartet, ist ein Assi. Jetzt sollte ich nochmal hier was zum Saufen geben. Ja, Medizin. wenn ein Assi wartet, musst du eigentlich Kati nach vorne tun. Stimmt eigentlich, aber ich weiß halt nicht, was er als erstes einsetzt. Das ist das Problem. Assi gleich Kati gleich Aber gut, ich perfekt. tue sie einfach mal nach vorne. Mal gucken. Hier ist er. Der Assi. In einer Welt, in der sich zu viele wertvolle Stellungen vermischen, herrscht undefinierbares Chaos. Alles ist grau in grau. Das kann ich nicht dulden. Nein, trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit, fein säubernd, schwarz und weiß. Nur so können die Pokémon auch endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Ja, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss Realität werden. Sag du mir, hast du auch einen Traum? Ja, habe ich. Oh, du hast also auch einen Traum. Das ist ganz vortrefflich. Ich werde euch aber nicht verraten, was für einer es ist. Das ist schade. Nun ja, dann lass mich doch mal bitte in deinen Kampf herausfinden, wie sehr du diesen Traum verwirklichen möchtest. Okay, N. Also von einem Assi wie ihm kann es schon sein, dass sie träumt, weil sie ist ein Mädchen, aber ja. Ja. Oh, da kommt aber als erstes mit einem Gesteinsviech. Er ist tatsächlich wie Louis van Gaal und wechselt ständig das Team aus. Genau so ist er. Und ich hole Arjen. Oh ja, der macht es wahrscheinlich so, dass er auch rot sich entwickelt. Ja, im letzten Part. Er Okay, macht wer es greift wahrscheinlich. zuerst? Ja doch, wir machen nur Wasserflüsse. Macht es wahrscheinlich so, dass er die Pokémon immer vor dem Kampf anruft. Nicht anruft. zu sich herruft, weil er möchte ja nicht fangen und so. Unlogisch sein, dass sie trotzdem aus dem Pokéball kommen. Aber, ja. Ja, eben. Oh, fucking. Oh. Ja, So, da kann uns Juwelenkraft. nicht viel Juwelenkraft anhaben. ist seine geile Gesteinsattacke, 100% und alles. Der Gestein, genial, aber warum ist es letztendlich das Viech, das keinen Spezialangriff hat? Einfach keine. Wer ist zum Teufel WhatsApp? Es ist dieses Käferviech, glaube ich, oder? Echt?
Ich weiß es Das nicht kann genau. sein. Hyper Elektro, glaube ich. Aber ich möchte die Hand dafür nicht ins Feuer legen. Natürlich werden Bodenattacken jetzt sehr effektiv, und da ich mir nicht sicher bin, hole ich Kati, und du hattest recht. Ja, aber nee, die werden nicht sehr effektiv, weil Käfer hebt Boden Ach auf. ja, genau. Okay, dann alles richtig gemacht. Psychoschock. Das ist ja Bäm. Volltreffer. Kati muss ja auch mal ein paar Level kriegen. Kastadur? Don't know. I don't know. Wobei, das ist stopp! er, das ist der, Stopp! das ist der, Ja, das ist den er! suchen wir die ganze Zeit. Da kann ich ja doch noch eine Anmerkung reinfügen. N hat ihn. Den könnt ihr hier finden. Okay, ich werde zuerst mal Seher einsetzen. Das ist Stahl. Na und? Psycho ist scheiße dagegen. Ja, das ist ja doch Lichtschild! Ja, wer sagt denn, dass das jetzt für ihn bestimmt ist? So. Seher braucht ja zwei Runden. Ja. So, jetzt kommt Caleb. Boah, ja. chill! Der steigt ja alle Schadenswerte jetzt halt in die Höhe hier. Schnell mach ihn platt, Brandstempel! Bäm! Jetzt wird's spannend, oh. Es ist vierfach, aber die Verteidigungssystem auch richtig krass. Wir verlieren ein paar KP wegen seiner Fähigkeit, glaube ich. Einfach auf die Anmerkung klicken, ich weiß ja. nicht welches ist. Und jetzt kommt Klick. Das ist auch gut für Caleb, aber Seher müsste jetzt treffen. Ja, das bringt ja nichts. Wirklich. Das ist auch stark. Okay, trifft noch nicht, erst in der nächsten Runde, bringt aber nichts mehr, weil der Kampf ist vorbei. Er trifft Komm. N. Genau, N wurde getroffen von Seher. Bäm! Warum nur? Bäm! Oh. Schweren Herzens habe ich mich in die Rolle des Trägers begeben. Und habe doch nur verloren. So werde ich meine Ideale niemals verwirklichen können. Ich verdiene die Freundschaft eines legendären Pokémon. Ich bin ein Unwürdiger. Domina! Oh nee, nicht die auch noch. Es ist nicht mehr weit bis Panero City. Übrigens, in White heißt die Fuck You City, also schaut mal rein. Hier in dem Moment auch wieder eine Anmerkung, lol. Du hast gute Ohren, Bell. Ich staune, dass du selbst auf diese Entfernung die Stimme von Domina ausmachen konntest. Aber sag mir, Domina, wer ist dieser hässliche Spast bei dir? Hesche, richtig? Dein Name sieht ja genauso aus. Sag genau so aus, wie du bist. Und wissen Sie was? Sie zwängen Pokémon einfach ein und zwingen sie zu ihren willkürlichen Regeln in einem Klassifikationssystem, ohne jemals die Beziehung zwischen ihnen und ihren Trainern zu hinterfragen. Und sie glauben tatsächlich, so die Existenz der Pokémon als solche verstehen zu können. Sie kennen ihr Pokédex, ich kann ihren Pokédex nicht gutheißen. Nein. Woher stammt nur diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Dieser Hass! Fast als hättest du einen Hass auf Frauen. Aber du hast einen Hass auf gefangene Pokémon. Das mag ich überhaupt nicht. Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich habe meine. Verstanden? Sollte letztlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen sollte? Erstens hasse ich dich nur, weil ich deinen Vater kenne. Zweitens, das kann ich nicht gelten lassen. Menschen mit ihrer Sicht der Dinge fügen den Pokémon nichts als Leid zu. Ich kann meine Augen vor solch großem Unrecht nicht einfach verschließen. Spaß! Ich sehe schon, er wird irgendwann mal schwul werden. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass er sich anhört, wie andere über die Sache denken. Mal sehen, ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln. Um unsere Freundschaft mit den Pokémon weiter zu vertiefen, müssen wir so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringen. Du, Domina, ich bin doch jetzt die Leibwache von Professor Esche. Also werde ich sie begleiten, tschüss. Okay. Geh mir aus den Augen, Alter. Das ist so wenig gut. Ja, dann ab zu Fuck You City. Beziehungsweise im Schwarz heißt es... Oh, es regnet. Panero City. Bei mir ist da gar nicht geregnet. Cool. Hi. Der will die Schuhe 40 machen. Der Großvater von Geraldine war ein legendärer Speedas. Ach, Geraldine ist übrigens die Arenaleiterin dieser Stadt. Sie ist eine ganz reizende Person. Hier ist ein wichtiges Haus. Um mir bis in eine Herzschuppe zu gelangen, werde ich Harmonietests machen oder der Dame in Maria City meine Pokémon vorführen. Wenn ihr so Pokémon-Attacken geht, sind wir in unserer Familie sehr wählerisch.
Mich nennen alle Fräulein Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon beim Heranwachsen erlernen. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern können. Im Tausch gegen eine Herzschuppe helfe ich ihnen, den Scheiß wieder zu erlernen. Soll sich ein Pokémon daran erinnern? Schauen wir mal. Nur alte Attacken und auch neue. Es gibt ja welche, die können sie per Level Up als alte Attacken erlernen. Zum Beispiel gerade wie bei Robben, also bei Robbe in White, eben Philander. Und das ist halt der Attackenverlerner. Ja, dann schauen wir mal. Okay, Killer hat ja nichts. Schauen wir mal bei Caleb. Und ich weiß halt, also ich weiß, ich hatte Hammerarm. Ja, sowas zum Beispiel. Stärke 100, Genauigkeit 90. Anwender trifft mit einem starken Hieb. Senkt Initiative des Anwenders. Da die Initiative sowieso lächerlich ist, ist es egal. Ich nehme es tatsächlich rein. Es ist eine fucking starke Kampfattacke und besser als Armstoß. Also, ja damit. Ich weiß, ich habe einen Victini gefangen und habe dann, habe dann halt das erstmal in die Pension getan, weil er nothing konnte. Und bin dann erstmal bis hier gegangen, um die ganzen epischen Attacken beizubringen. Wie zum Beispiel Flammenball, 100 Stärke, 100 Genauigkeit, kein Drawback. War schon geil. Ja. Allerdings warst du die zwei Herzschuppen, ja. Gefunden. Achso, Killer hatte ich ja schon, der lernt nix. Ne? Der lernt nix. Nee. Leider keine Stallattacke für ihn, das finde ich ziemlich scheiße. Ja. Stallattacken lernt er nicht viel. Nee. Es gibt ein paar Pokémon, die in so einen Abdeck gegen Zweitchip haben, wie die Garados, dass sie halt keine wirkliche zweite Stärkattacke lernen. Aber das Killer-Keins hat wundert mich schon, weil warum gibt das Ding kein Eisenschild? Ich meine, schau dir seinen Kopf mal an. Das ist ein Kopf, der ist sowas von perfekt für Eisenschädel. Ich versteh's auch nicht. Nee, Caleb war der Einzige. Wir bekommen Besuch! Und das ist der Hauptgrund, warum du in diesem Part dabei bist. Die epische Stimme von ihm. Hallo, du bist doch Domina, oder nicht? Oh, was bist denn du für ein Sieg? Lass mich doch mal deinen schnuckeligen Pokédex sehen. Oh, du bist 69 Pokémon begegnet. Oh, sogar einem Klick bist du begegnet. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Boah, wo hab ich denn nur meine Manieren? Da ich will auch leider aufregend noch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Esche. Eberhard Esche, um genau zu sein. Ja, das hast du ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist meine herzallerliebste Tochter. Es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier nun persönlich treffen. Sie hat mir schon so viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages soll ich deinen Pokédex ein wenig upgraden. Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen. Und sie dieselbe Art angehören. Boah, dann kannst du jederzeit überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Ist nicht geil? Darüber hinaus habe ich deinen Pokédex auch um eine Suchfunktion erweitert. Das ist Laura. Scherz. Sieht aber genauso aus. Ja, von der Schönheit schon. Das ist laut gesagt, egal. Sprech sie. Guten Tag, Professor Esche. Wer ist denn dieser Trink? Oh, natürlich. Entschuldige, Geraldine. Laura. Laura, Domi ist ist mit meiner Tochter. Mit Domi Freundin. Ist meine Tochter? Nicht ganz. Und wer reißt Ischu um den... Heißt halt Ischu, gesagt doch einmal. Den Pokédex zu vervollständigen. Ah, verstehe. Dann wirst du dich mir gewiss bald meine Arena vorstellen. Toll, ich kann es kaum erwarten. Genau, Domina. Das solltest du unbedingt machen. Aber pass gut auf, in dieser Arena könnte schon mal nach hinten losgehen. Also, Laura, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn ich deine Hilfe brauche. Ach, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine.
Hey, Moment mal, das passt perfekt zu Laura, sie fliegt ja auch. Das fällt mir jetzt erst ein. Das ist sowas von Laura. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Außerdem sind Kanto und Ishu auch nicht gerade um die Ecke. Auf Yoto scheiß ich einfach mal. Kaum zu fassen, dass du mit dieser harten Worte oder mit dem Wimpern so zuck ins Gesicht schleuderst. Mensch, so wie Pokémon muss dich doch gegenseitig helfen. Also deine Lieben, wir sehen uns. Wie bitte? Harte Worte? Ohne mit der Wimper zu zucken? Jetzt bin ich baff. Was? Wie konnte ich nur mit einem weltweit angesehenen, dennoch zu einem weltweit angesehenen Professor werden? Dieser schwule Sack. Naja, wie auch immer, Domina. Als Arenaleiterin freue ich mich schon ganz besonders darauf, auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit einem Frachtflugzeug um den Turm des Himmels floh, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass das ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Deswegen, du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. Nein, Laura, lauf nicht weg! Nein! Wo ist sie hin? Jetzt gehe ich erstmal zu Dommy Slice spielen mit kommentieren. Okay. Wenn du den Orden der Arena von Panaea Rosette dir errungen hast, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Echt? Dann komme ich mal zurück. Kanon, wo uns schaut! Wenn es in Geraldines Arena an einem nicht mangelt, dann sind es Kanonen. Kannst du jetzt eigentlich noch nicht. Wo ist mein Essen, Mann? Die Alte hat nicht gekocht, Mann! Super! Kannst du jetzt eigentlich noch gegen Laura kämpfen, oder? Ich meine, sie ist jetzt Laura. Und? Ja, du müsstest sie besiegen. Ja, besiegen, da tue ich ja nicht ihr weh. Vielleicht doch. Nee, da pass ich schon auf. Wenn du sie wieder mit Sea triffst, so wie N vorhin? Nee, das passiert schon nicht. Ich besitze die Gabe, den Typ der Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erlernt, weiß ich genau, welchen Typs dieses sein wird. Und laber mich nicht noch mehr zu. Also ihr wisst ja, Kraftreserve hat bei jedem Pokémon einen anderen Typen. Warum? Warte mal, ich glaube, hier kannst du TMs kaufen. What? Wo? Beim zweiten. Hä? Tatsächlich? What the fuck? Ja gut, aber nur Scheiße. Wobei Sandsturm ja, vielleicht ganz sinnvoll wäre. Zum Beispiel, aber da gab's auch eine andere TM-IK, ich glaube, da habe ich sogar was gekauft, aber ich weiß nicht mehr, in welcher es war, ich glaube, Rayonos City. Ach so, ja, dann könnte ich nochmal zurückreisen, auf Screen, und euch sagen, ob da irgendwo was Besonderes war. Kannst du auch warten, bis du fliegen kriegst. Hab ich schon. Vom Flughafen von Panaera City heben ausschließlich Frachtflugzeuge ab. Trainer, die selbst fliegen wollen, sollten sich der Attacke Fliegen bedienen. Ja, ach. Aber kannst du schon einsetzen? Ja, kann ich. Ah, okay. VMs kann man in dieser Edition immer einsetzen, wie ich erfahren habe. Ist das so? TM58, freier Fall. Das ist eine Flugattacke, die komplett unnötig ist, denn sie hat, glaube ich, den gleichen Effekt wie Fliegen, nur ist schwächer. Ne? Da, ja. Also das ist so ein Schwachsinn. Was ich noch sagen wollte, dafür kann man keine Pokémon VMs tauschen. Es geht nicht. Na gut. Es hat 100 Genauigkeit, Fliegen auf 95. Ja, super! Da gab man gleich 30 Stärke weniger oder 35. Hier gibt's übrigens ein paar Items. What? Die Sieger sind davor! Wenn man schmackhaftes Gemüse züchten, muss man es im Gewächshaus aufziehen. Nährstoffzugabe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden automatisch geregelt. Bei einer derart effektiven Aufzucht wird das Gemüse frisch und knackig. Also bei mir in White, wo ich hier war, war hier nur Erde. Ja, bei mir allerdings auch in White. Also entweder ist das jetzt halt etwas, was nur in Schwarz so ist, oder es hat mit der Jahreszeit zu tun, wobei du aber wahrscheinlich die gleiche Jahreszeit hast wie ich, ja, oder? Ich glaube, es hat mit dem Regen zu tun, kann das sein? Entweder mit dem Regen oder mit der Edition, das kann sein. Also Leute, wenn ihr mehr wisst, Leute, was habt ihr denn so in eurer Edition? Leute, schreibt es einfach in den Kommentaren, ich habe gemerkt, wenn ich was nicht weiß, ihr wisst es garantiert. Ja, irgendwie schon. Also, ihr wisst alles. Würde uns interessieren. So, Lauras Flugbahn. Es ist so episch, es passt so perfekt zu Laura ohne Scheiß. Richtig, und die Flugbahn sieht übrigens sehr geil aus. Ja. Wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn Uno spielen. Denn hier landet täglich nur eine Frachtmaschine.
Ey, auf der Landebahn spielen, what the fuck? Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit vereinten Kräften eine unwirtliche Ödnis wieder urbar gemacht. Diese tatkräftige Gemeinschaft, dies wird eins, wird niemals schwinden. What the fuck? Wieder urbar gemacht? Und hier ist ihr Flugzeug. Hier ist die Arena, da können wir aber noch nicht hin. Ja, ich weiß auch nicht, was die labern. Das Glaube gebe ich schon lange nichts mehr. Also ich verstehe es zwar, aber trotzdem ist es doch kein Alltagsdeutsch mehr. Warte, was geht hier ab? Auch jetzt noch rege ich tief in meinem Inneren den Traum, eines Tages Pilot zu werden und unsere wohlvertraute Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten. Du kannst doch einfach auf Google Maps gehen. Oh, jetzt Konfekt, die zarte Süßigkeit verdiente Pfand des Lebens Glück in einem anderen sein Gegenstück. Und das ist mir alles zu hoch, deswegen lese ich es nicht weiter. Das ist ein Reim. Ja, trotzdem. Mein Flugzeug kenne ich von A bis Z. Da kann ich es prima in Schuss halten. Und in meinem Pokémon lese ich wie in einem Buch. Man kann es aufschlagen, zuschlagen und immer wieder nachschlagen. Genauso wie bei Hatern. Stärker. Bei Hatern kannst du auch nur zuschlagen, dann nochmal und dann nochmal und ja. Willkommen in Banner Aero City, Süße. Die Stadt der Lüfte, mein Schnuckel. Hier, nimm dies als Andenken, süße Schnuckchen. Hackattack. Das verstärkt Flugattacken. Was ist denn du für eine blöde Kuh, ey? Ich bin ja wohl nicht süß. Ich bin sexy. Yeah. Mit der Attacke fliegen kannst du alle dir bekannten Pokémon Center besuchen. Bin ich nicht klug, dass ich das weiß, ey? Schau mal deine Intelligenz an. Wenn ich etwas allein nicht erreichen kann, dann lasse ich mir das Öfteren von Flug- und Psycho-Pokémon helfen, weil ich einfach zu faul da bin. Da kann ich mir mein Leben ohne meine Pokémon nicht mehr vorstellen. Immer wenn ich mir bei Amazon ein Spiel bestelle, hole ich es hier ab. Hast du deinen Grabber hier auch abgeholt? Ja, hab ich. Okay, im nächsten Part werden wir dann Route 7 betreten. Es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen von Team Plasma ein Pokémon gestohlen wurde. Ja, ziemlich viele vor allem. So, wie gesagt, Route 7 dann im Next Part. Bis dann, bye bye. Ich hoffe, es wird kein Lauri gestohlen. Aber Lauris sind doch sowieso so schwer zu fangen. Ja, wer weiß. Ich werde nie eins bekommen. Lass mich alleine.